Wir machen heute mal was Besonderes bei Easy German. Janusz wird wieder Interviews führen, aber heute ausschließlich mit Kindern. Und dabei geht es um ein Lieblingsthema von uns allen, Essen. Los geht's! Wie heißt du? Ibi. Wie heißt du? Tului. Ich heiße Amy Lynn. Ich heiße Sean. Ich heiße Egge. Ich heiße Sophia. Ich heiße Romy. Und wie alt bist du? Ich bin 7 Jahre alt. Was hast du heute gefrühstückt? Ein Buttertoastbrot mit Käse. Ich habe heute zum Frühstück einen Toast gegessen. Müsli. Cornflakes. Was ist dein Lieblingsessen? Gefüllte Paprika. Mein Lieblingsessen ist Döner und Pizza. Hühnchenkeule mit Pommes. Und wie oft isst du das? Jede dritte Woche bei meiner Oma und meinem Opa. Oh, das ist ja toll. Und wer kocht besser, deine Oma oder deine Mama? Irgendwie besser meine Mama, weil da esse ich mehr und das schmeckt auch ein bisschen leckerer, weil sie immer neue Sachen ausprobiert. Mein Lieblingsessen ist Spaghetti. Und womit isst man Spaghetti? Mit Tomatensauce und, wenn man will, Käse. Was ist dein Lieblingsessen? Eigentlich alles, was meine Mama kocht. Ja? Kocht deine Mama gut? Ja, auf jeden Fall. Und magst du auch das, was dein Papa kocht? Eher was er grillt. Welches Essen magst du überhaupt nicht? Ich mag überhaupt nicht Oliveneintopf. Rotkohl. Was ich überhaupt nicht mag, ist Knoblauch. Sushi nicht so. Brokkoli. Ich mag halt die oberen Sachen, aber die Stängel mag ich nicht so. Was kocht deine Mama am liebsten? Suppe. Suppen sind lecker, aber du magst sie wahrscheinlich nicht so ganz, oder? Nicht so, weil wir essen das fast jeden Mittagessen halt. Pass auf, ich lese dir jetzt eine Liste mit Essenssachen vor, ja? Und wir unterhalten uns so ein bisschen. Oder grundsätzlich frage ich dich, ob du das magst, ja? Also, magst du Kartoffelpuffer? Nein, ich mag nicht wirklich Kartoffelpuffer. Meine Mama macht das oft, das schmeckt eigentlich ganz gut. Ich mag es zum Beispiel nicht ganz normal, ich mag es halt mit Apfelmus. Und Pfannkuchen? Esse ich immer mit Sirup. Ich esse Pfannkuchen mit Apfelmus. Die sind sehr lecker, die kriege ich auch manchmal zum Frühstück. Dann esse ich die mit Puderzucker oder Agavendicksaft. Magst du Fischstäbchen? Ja, ich mag sehr doll Fischstäbchen. Und womit isst man Fischstäbchen? Mit Nudeln. Und was magst du an den Fischstäbchen? Dass sie so an der Kante so knusprig sind. Bei mir kommt manchmal Backkartoffeln oder Reis. Was ist mit dem Döner? Also ich weiß jetzt schon, dass Döner zu deinem Lieblingsessen gehört, aber wann isst du und wo isst du Döner? Wo ich Döner esse? Meistens einfach gehe ich zu einer Dönerbude und bestelle mir da einen Döner. Und wann? Meistens nach der Schule irgendwann. Wie muss ein perfekter Döner sein? Also mit Döner, Kräutersoße, Gurken, Salat, Zwiebeln, ja, fertig. Ich mag halt nicht so Tomaten, deswegen. Und wie stehst du zu Currywurst? Currywurst? Ja, das mag ich auf jeden Fall. Schon lange nicht mehr gegessen, aber ich mag das sehr. Currywurst mit Pommes bestellt man sich auch meistens in so einer Bude. Ja, ist halt lecker. Ist lecker, aber die Soße ist okay, weil manchmal ist sie scharf, finde ich. Und magst du keine scharfen Sachen? Nee. Und magst du Pommes? Ja, ich liebe Pommes. Und welche Pommes-Sorte magst du am liebsten? Die normalen Pommes. Und Schnitzel? Oh, Schnitzel ist einer meiner Favoriten. Ist auch sehr lecker. Womit isst man einen Schnitzel? Mit Soße, manchmal auch Zwiebeln, Pommes. Und so, wie heißt es? Zitrone macht man dann noch so rauf. Wie groß muss ein Schnitzel sein? Zeig mal. So ungefähr. Und auch mit Kartoffeln, oder? Ja. Sehr gut. Und mit welcher Soße?
Mayo. Hast eine Pilzsoße da drauf? Kann man essen, muss man nicht, aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Magst du Pizza? Ja. Welche Pizza magst du am meisten? Die Hotdog-Pizza. Gott, ich habe von solcher Pizza noch nie was gehört. Was liegt da drauf? Ein echter Hotdog? So was auf einem Hotdog ist, nur eben auf einer Pizza. Kennst du Pizza Hawaii? Ja, kenne ich. Die mag ich auch. Ja, aber die Italiener sind immer sauer, dass wir... Ja. Oliven- und Salami-Pizza. Lecker. Meine Cousine und mein Cousin, jeden Tag, wenn ich zu denen komme und die kein Essen haben, bestellen die eine Pizza. Pizza ist auch richtig lecker, aber besonders ist sie lecker in Italien, da schmeckt sie noch mal viel besser. Wie sieht es aus mit den Rouladen? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich glaube, ich weiß es nicht, sind so, ich glaube, da drumherum ist so Teig und da ist was drin, Gemüse oder so. Rouladen sind so, also da ist ein Würstchen drin mit Senf umgestrichen und dann kommt da eine Fleischrolle dazu und dann schiebt man den im Backofen oder eben im Topf braten. Und schmeckt das gut? Ja. Und manchmal kann man dazu auch Zwiebeln machen, aber ich sammle die dann raus. Und Spätzle? Spätzle mag ich nicht wirklich, also nein. Ja, das mag ich auch ganz gerne. Es gibt es fast jeden Tag in der Strudel. Ich mag Spätzle, aber ich mag, wenn Pilzsoße gibt, passt es irgendwie nicht zusammen. Deswegen esse ich es manchmal einfach so. Hast du schon was von Eisbein gehört? Nein. Eisbein. Ich habe das noch nie gehört. Ja, das ist sehr lecker. Aber das ist doch Fett. Ja, Fett ist halt lecker. Janusz, wie hast du eigentlich Deutsch gelernt, als du nach Deutschland gekommen bist? Also zuerst habe ich einen guten Kurs gemacht und dann, es gab zwar noch kein Internet, aber ich habe davon profitiert, dass ich viel lese und ich habe sehr viele Bücher gelesen. Bücher könnt ihr heute natürlich immer noch lesen, aber es gibt heute viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr mit einer App lernen, einfach in eurer Hosentasche auf eurem Handy und dort tatsächlich alle Deutschvokabeln finden, die ihr braucht zum Deutschlernen. Wir empfehlen euch unbedingt unsere Partner-App Seedlang. Es gibt dort über 10.000 Videos. Ihr könnt lernen durch Hören, Sehen und auch selber Sprechen üben. Und auch dieses Video haben wir zusammen mit Seedlang gedreht. Und ihr könnt all diese lieben Kinder, mit denen Janusz gerade gesprochen habt, auch in der App finden. Sie haben dort auch Interviews aufgenommen. Und die könnt ihr euch einfach mal angucken und damit Deutsch lernen. Seedlang findet ihr im Google Play Store und im App Store. Ihr könnt es einfach auf euer Handy runterladen und es gibt dort auch ganz viele Funktionen kostenlos. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und jetzt frage ich dich nach so spezifischen Zutaten, ja? Und ob du sie magst. Und zum Beispiel, magst du Spinat? Ja, eigentlich schon. Was bedeutet eigentlich, aber? Normalerweise schon, aber in meiner jetzigen Phase esse ich Spinat eigentlich nicht so oft. Spinat mag ich nicht. Gar nicht? Mm-mm. Spinat ist okay, aber manchmal mag ich es nicht, weil es irgendwie zu flüssig ist. Und magst du auch Sauerkraut? Ja, ich liebe Sauerkraut. Aber du bist ein liebes Kind, das ist unglaublich. Ja, geht. Also Sauerkraut ist jetzt nicht so super lecker, aber bei manchen Essen gehört es einfach dazu. Rote Beete? Nein. Magst du? Nein. Oder kennst du nicht? Ich kenn's nicht. Kennst du Rote Beete? Ja, das ist mein Vater am liebsten. Das kenne ich auch, das schmeckt mir auch wirklich sehr. Jetzt kommt... bald die Zeit für Spargel. Isst ihr in der Familie auch gerne Spargel? Also meine Mutter mag es wirklich sehr. Ich mag es eigentlich, naja, mittel halt. Ich esse das nicht so oft. Spargel habe ich jetzt noch nicht gegessen, weil wir es noch nie gekauft haben. Deswegen, ich möchte es auch mal probieren. Ja. Weißt du, was Spargel sind? Spargel? Nein.
nicht so. Ja. Ich glaube, Spargel isst man erst, wenn man ein bisschen erwachsen ist, weil das ist eine Fancy Food, weißt du? Und Brokkoli? Ich liebe Brokkoli. Brokkoli? Ja, mag ich. Ist meine Lieblingssorte, also von Gemüse. Magst du Obst? Ja. Was ist dein Lieblingsobst? Apfel. Erdbeeren. Mein Lieblingsobst ist Apfel. Apfel. Apfel, Birnen, Weintrauben, halt ganz verschiedene Sachen. Wir wollen am Ende uns über Süßigkeiten unterhalten. Ja? Welche sind deine Lieblingssüßigkeiten? Meine Lieblingssüßigkeiten sind Schokolade und saure Gummibärchen und Süße. Ja, zu Süßigkeiten sag ich meistens nicht nein zu Hause. Welche Süßigkeiten magst du am liebsten? Eis. Ja, ich liebe Süßigkeiten. Und welche sind deine Lieblingssüßigkeiten? Haribo-Süßigkeiten. Die Haribo und Kinderriegel. Magst du auch Süßigkeiten? Nur Bonbons und Schokolade. Ja, was soll ich da sagen? Also ich mag Schlümpfe, Haribo generell. Es gibt so Frösche, ich mag Pringles, ich mag süße Getränke, ich mag Chips, ich mag, weiß ich nicht. Ich mag sehr viel. Kennst du Marshmallows? Ja, die liebe ich. Oh ja, Marshmallows auch. Besonders wenn man die so auf einen Stock macht und dann über einem Lagerfeuer oder so macht. Das ist richtig lecker. Marshmallows sind auch sehr lecker, weil wenn sie weich sind, schmelzen sie im Mund. Isst du manchmal Lakritz? Nein. Und magst du Lakritz? Lakritz, nein, die mag ich nicht. Die ist eklig und meine Mama und meine Schwester und mein Papa auch nicht. Ich hasse Lakritze. Aber meine Mutter persönlich mag Lakritze. Nee, gar nicht. Ich hasse Lakritze. Alle Kinder hassen Lakritz, ne? Lakritz ist irgendwie mehr so für ältere Leute. Auf jeden Fall für mich. Ja. Lakritz mag ich. Ja. Echt? Ich hasse Lakritz. Es ist salzig. Weil fast jeder, ich weiß es, weil fast jeder hasst Lakritze. Ja. Jetzt seid ihr dran. Wir wollen von euch wissen, was war euer Lieblingsessen als Kind und welches Essen habt ihr als Kind gar nicht gemocht? Janusz, erinnerst du dich noch an dein Lieblingsessen? Oh ja, sehr gut. Es waren Pierogi mit Blaubeeren und mit Sahne und etwas Zucker da drauf. Mmh. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich als Kind Oliven gar nicht mochte. Und jetzt aber komischerweise schon. Wie ist das bei euch? Schreibt uns unbedingt einen Kommentar und lernt gerne weiter mit uns Deutsch. Abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns hier auch nächste Woche wieder. Tschüss! Ciao.